Habt ihr schon einmal von dem Mythos des Mannes gehört, der sein eigenes Fleisch aß? Sein Name war Erysichthon, ein griechischer Adliger, der die Dreistigkeit besaß, einen heiligen Baum zu fällen, der Göttin Demeter geweiht war. Die Göttin bestrafte den gierigen Edelmann dafür, dass er das Wesen, welches in dem Baum lebte, getötet hatte und verfluchte ihn mit endlosem Hunger. Es spielte keine Rolle, wie viel Erysichthon aß. Sein Hunger war unendlich groß. Er gab sein ganzes Vermögen aus, um mehr Nahrung zu kaufen. Aber der Hunger blieb. Erysichthon begann, um Nahrung zu betteln und verkaufte sogar seine eigene Tochter in die Sklaverei, um mehr zu kaufen. Der verzweifelte, verfluchte Mann ging in den Wald, wo er Demeters Baum gefällt hatte. Er bat um Vergebung, aber die Göttin schenkte ihm keine Beachtung. Erysichthon verspürte immer noch einen schrecklichen Hunger und begann, sein eigenes Fleisch zu verzehren. Am nächsten Tag war nichts mehr von ihm auf der Erde übrig.